Das Röntgenmuseum in Neuwied beherbergt eine weltweit einmalige Sammlung von Röntgenmöbeln und Kinzing-Uhren. Museumsdirektor ist Bernd Wilscheid, der sein Haus so darstellt. Wir sind das Röntgenmuseum hier in Neuwied und unsere wichtigsten Stücke sind natürlich die Möbel von Abraham und David Röntgen, die bedeutendsten Kunsttischler des 18. Jahrhunderts in Europa, die hier in Neuwied dann ihre Manufaktur hatten und Möbel in die damalige Welt dann geliefert haben, zwischen Paris und St. Petersburg. An die Fürstenhöfe, so kann man es vielleicht ausdrücken. Das Haus wurde vor fast 90 Jahren als Museum gebaut und ist heute Ort für mehrere Ausstellungsbereiche mit vielen wertvollen Objekten. Wir zeigen hier im Haus eine Präsentation mit den Möbeln, auch mit Uhren, gemeinsam mit der Uhrmacherfamilie Kinzing erstellt. Und haben aber hier auch noch weitere Bereiche. Einmal ist es eine Dokumentation zu Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem Genossenschaftsgründer. Wir zeigen aber auch weitere Möbel des 19. Jahrhunderts, Möbel der Biedermeierzeit und auch des Jugendstils. Weiter ist hier etwas noch zur Stadtgeschichte Neuwieds zu sehen. Den Werken von Abraham und David Röntgen kommt im Museum eine besondere Rolle zu. Weltweit gibt es noch ca. 600 Stücke aus der Röntgenfertigung, sodass sich heute mit jedem eine große Bedeutung verbindet. Einzelne Objekte herauszuheben fällt schwer und doch strahlen die Augen Wilscheids bei einigen Ausstellungsstücken ganz besonders. So bei dieser Apollo-Uhr. Das ist unser kostbarstes Stück hier im Museum, die Apollo-Uhr, benannt nach der vergoldeten Bronzefigur, die oben auf dem Haupt der Uhr thront. Und die Uhr wurde 1789 gefertigt. Sie ging nach Russland, zählt also zu einer der 7 Lieferungen an den Zarenhof. Es gab die Sowjetunion und die brauchte in den 20er Jahren Devisen. Und dann haben sie sehr viele Kunstwerke in Berlin versteigern lassen. Man hat dann in der Zeitung von dieser Auktion erfahren. Der Bürgermeister von Neuwied, der Landrat, haben dann ganz schnell Mittel gesammelt, sind nach Berlin gereist und haben dann die Uhr hier für das neue Museum dann ersteigert. Auch diese Schreibkommode ist ein besonderes Exponat und stammt aus der Zeit des Zuzugs der Röntgens nach Neuwied. Es ist eine Schreibkommode von Abraham Röntgen aus der frühen Neuwieder Zeit, 1755 ungefähr. Das ist ein Ankauf, den der Förderkreis der Abraham und David Röntgen Stiftung tätigen konnte, die das Museum ja sehr unterstützen. Manche der Möbelstücke sind nicht nur gestalterisch hervorragend gemacht, unter ihrer Oberfläche stecken wahre Technikwunder. So sind einige Schränke Verwandlungskünstler und können mit wenigen Handgriffen sogar zum Stehpult umgebaut werden. Mit dem Röntgenpreis sollen die Talente von heute ausgezeichnet werden. Die Idee zur Gründung einer Röntgenstiftung hatte Tischlermeister Norbert Meutz aus Koblenz. Der Gedanke dahinter war so wichtig wie einleuchtend. Das Vermächtnis, aber auch die frühen Fähigkeiten dieser Tischlerfamilie sollte der Nachwelt erhalten bleiben. Es geht um die Vermittlung handwerklicher und gestalterischer Spitzenleistungen, die sich selbst nach 250 Jahren noch immer mit den Möbelstücken verbinden. Helga Meutz, Ehefrau von Stiftungsinitiator Norbert Meutz, der vor Jahren verstarb, erklärt die Inhalte des Röntgenpreises, für den man sich ab sofort bewerben kann. Seit 2007 verleiht die Röntgenstiftung einen Kulturpreis, einen Designpreis. Mit diesem Designpreis wollen wir an die gestalterischen und handwerklichen sowie unternehmerischen Fähigkeiten der Röntgens erinnern und heute dem gestaltenden Handwerk die Chance zu geben, sich zu zeigen und ihre Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir suchen mit diesem Röntgenpreis das Talent von morgen. Wir richten diese Ausschreibung an junge Handwerker, an Designer, an das gestaltende Handwerk schlichthin, vielleicht mit Schwerpunkt Holzverarbeitung, weil die beiden Röntgens
im Holzberuf zu Hause waren. Aber jeder, der eine abgeschlossene Handwerksausbildung, sprich Meisterbrief oder Staatsexamen oder Diplom hat, kann sich an diesem Preis bewerben. Die Zusammenarbeit aus Röntgenmuseum, Stiftung und Förderkreis ist ganz im Sinne des Röntgenvermächtnisses angelegt. Sie vermittelt Werte der Tischlerfamilie, die noch heute eine wichtige Rolle spielen. Das spiegelt sich auch im mit 10.000 Euro dotierten Röntgenpreis wider, der neben einer finanziellen Anerkennung auch die Ausstellung der Preisträger einschließt. Das Röntgenmuseum hat wochentags von 11 bis 17 Uhr geöffnet und am Wochenende von 14 bis 17 Uhr. Mehr Infos dazu wie auch zum Röntgenpreis gibt es im Internet.